Ich habe ADHS. Auch ich habe das Aufmerksamkeit-Defizit-Hyperaktivitätssyndrom, das alle nur unter ADHS kennen. Wie das für mich war, dass ich 30 Jahre lang nicht wusste, was mit mir los war, erfahrt ihr in diesem Video. Was ist überhaupt ADHS? Wir haben recherchiert und Stefan und Reinhard erzählen uns aus ihrem eigenen Leben mit ADHS. ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Also man hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, zum Beispiel auf zwei Sachen gleichzeitig, sich lange zu konzentrieren, sich bei monotonen Tätigkeiten zu konzentrieren. ADHS ist eine psychische Erkrankung, die ihre Ursache im Gehirn hat. Zum Beispiel bei Kindern ist es dann mit einer ausgeprägten Hyperaktivität verbunden. Ihr kennt ja alle den Begriff Zappelphilip. Daher kommt dieser Begriff. Die Störung lässt sich in drei Bereiche aufteilen. Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwächen, impulsive Verhaltensweisen und ausgeprägter innerer Unruhe. Man kann sich das so vorstellen, dass das Gehirn Probleme hat, Informationen zu filtern. Aber da kommen wir später noch einmal darauf zurück. Die Gesellschaft ist durch viele Informationsquellen viel komplizierter geworden. Überall sind Werbeschilder, Fernsehen, Radios, eine absolute Reizüberflutung überall. Dadurch zeigt sich die Krankheit ADHS viel deutlicher als früher. Laut des Bundesgesundheitsministerium haben 3-6% Kinder und Jugendlichen in Deutschland ADHS. Hat man ADHS als Kind, hat man es meistens auch im Erwachsenenalter. Generell wird gesagt, dass Jungen und Männer häufiger eine ADHS-Diagnose gestellt bekommen. Mit 13 wurde bei mir ADHS festgestellt. Damals war die Krankheit populär und ich konnte dann nichts mit anfangen. Der Test wurde bei mir gemacht, weil ich ziemlich unruhig war, konnte nicht richtig auf dem Stuhl sitzen bleiben, war ziemlich abgelenkt und ziemlich aufbrausend. Das liegt halt an dem Krankheitsbild, ich kann da nichts dafür. Und das ist manchmal sehr unverständlich für andere Menschen. ADS und ADHS habt ihr alle schon mal gehört. Wo ist der Unterschied? Stefan erzählt euch was zu den Unterschieden. ADS ist eher der unkonzentrierte Typ, ohne impulsive Verhaltensweisen, eher so ein bisschen verträumt, während bei ADS impulsive Verhaltensweisen vorliegen. Die Leute reden oft ungefragt in Gesprächen dazwischen, fahren gerne zu schnell Auto und unterschätzen hier die Gefahr oder haben Schwierigkeiten, in Warteschlangen zu warten. Der Unterschied liegt also darin, dass die Leute von ADHS eher verträumt sind und die Leute mit ADHS eher impulsiver sind und eine starke innere Unruhe aufweisen. Manchmal, wenn ich diese Schübe bekomme und schreibe in WhatsApp-Gruppen, dann kriege ich die Leute von mir ein ganz falsches Bild und stecke mich eine Schublade rein oder mache nicht Sorgen um mich, dass ich dann ziemlich verstörend drauf bin. Manchmal habe ich auch kreative Phasen und kreative Schübe, wo ich mich positiv entwickeln kann. Ich mache viele Collagen, mache Bilder, mache Modellbau und einfach meine Leidenschaft damit oder meine Gedanken damit in Form zu gießen. Ich zeige in den Bildern so, was ich mir vorstelle, wo meine Gedanken, meine Visionen drin sind und einfach so meine Gefühlslaune halt eben in Bildern auszudrücken. Ich gerate schnell in Stress, bin leicht ungeduldig und bin kein Morgenmensch. Aber liegt das an der ADHS? Also ich gerate leicht in Stress, wenn ich viele Aufgaben gestellt bekommen habe. Mache mir oft sehr viele Gedanken, was vielleicht schief gehen könnte. Ja, aufgrund meiner ADHS habe ich auch schon erlebt, dass ich halt manche Sachen nicht geschafft habe. Das führt auch zu ein bisschen niedrigen Selbstwertgefühl. Aufgrund meiner ADHS habe ich auch ein paar Vorteile für mich. Ich kann sehr gut Brainstorming machen. Ich habe oft viele gute neue Ideen, viele Einfälle, die vielleicht andere nicht so haben. Mein Spezialgebiet ist die Recherche. Ich kann viele Informationen aufnehmen und das hilft mir dabei, relevante Themen aus den Printmedien für das Social Media Team zu finden. Durch die fehlenden Filter in meinem Gehirn nehme ich mehr Sachen auf als andere. Das kann Vorteile wie aber auch Nachteile haben. Ich kann nicht alles ausblenden, was ich an Informationen bekomme. Das ist oft schwierig, aber manchmal kann das ein Vorteil sein. Für mich ist das schwierig, neue Leute kennenzulernen, weil viele haben nicht das Verständnis dafür, mit ADHS umzugehen. Ich spiele das ein bisschen so runter, dass ich mich mehr beherrsche, aber nachher kommt es doch irgendwie raus. Und da haben viele Leute kein Verständnis für. Als ich noch im Heim war, wurde ich um 20 Uhr ins Bett geschickt und das sogar noch mit 16, 17 Jahren, weil die Betreuer von mir die Ruhe haben wollten und weil ich so aufbrausend war. In der Schulzeit wurde ich wegen meinem Verhalten oft früh gemobbt. Damals war die Krankheit noch nicht so populär und nicht jeder konnte damit was anfangen, halt eben. Und da war ich schnell der Außenseiter.
Ich habe mich dabei ziemlich mies gefühlt und dadurch sind auch Depressionen entstanden. Für mich fühlt es sich so an. Stellt euch vor, das Gehirn ist ein Orchester mit einzelnen Musikern. Diese einzelnen Musiker sind sozusagen die neuronalen Programme. Damit eine Symphonie des Denkens und Handelns entsteht, brauchen wir einen Dirigenten oder auch Gedankenmanager genannt. Der Dirigent sorgt dafür, dass die einzelnen Musiker ihren Part korrekt und zur richtigen Zeit spielen. Bei ADHS ist es so, dass der Dirigent die Aufnahme der Informationen zu wenig regelt. Und so entsteht keine Symphonie, sondern es gibt Chaos. So fühlt es sich bei mir an. Dass ADHS keine moderne Erkrankung ist, zeigen uns viele bekannte Persönlichkeiten der vergangenen Jahrhunderte. Mozart zum Beispiel wird in der Literatur oft als impulsiv und ungeduldig beschrieben. Andererseits war er auch für seine innovative und überaus für seine kreative Art bekannt. Menschen mit ADHS sind oft in einem bestimmten Bereich sehr organisiert. Andere Bereiche versinken im Chaos. So war das auch bei Mozart. Ein weiteres Beispiel ist Albert Einstein. Vieles weist darauf hin, dass ADHS eine erbliche bedingte Krankheit ist. Wie wird ADHS festgestellt? Es gibt nicht den einen Fragebogen, es gibt aber drei Bereiche für die Diagnosestellung. Das ist einmal die Vorgeschichte, auch Anamnese genannt. Es wird ein psychischer Befund erstellt mit vielen psychologischen Tests und es werden körperliche Untersuchungen gemacht. Bei mir wurde 2007 die Diagnose ADHS gestellt. Es hat gut getan zu erfahren, woher die Schwierigkeiten in der Schule, die Schwierigkeiten, die ich im Berufsleben hatte, und zu erfahren, wo meine Schwierigkeiten, mich zu organisieren, herkommen. Jetzt, nachdem ich wusste, was ich hatte, konnte ich endlich auch mit der Behandlung der Symptome beginnen. Das hat mir sehr gut getan, nach all den Jahren, wo ich bestimmte Schwierigkeiten hatte, aber nie eine Erklärung dafür gefunden habe. Falls ihr in Zukunft Menschen trifft, die unkonzentriert oder zerstreut wirken, denkt daran, dass es vielleicht auch an der psychischen Erkrankung wie ADHS liegen könnte. Man sollte niemanden zu schnell verurteilen. Wenn ihr weiter spannende und interessante Videos sehen möchtet, abonniert unser Kanal und guckt euch unser Coronavirus-Witze-Video an und liken nicht vergessen.